1 und hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Stream Part von Pokémon Legend Arceus. Hoffentlich dieses Mal mit nicht verschobenem Ton. Ich hab's nicht getestet. Weil wir können es mal ausprobieren. Onyx, komm raus. Das klingt perfekt. Wunderbar. Könntest du bitte nicht meinen Kopf auffressen? Ich kann eigentlich mal mit ihm sprechen, weil der so groß ist. Oder? Doch, nice. Ich mag meine große, lange Schlange. Okay, und mit dieser allwissenden Wahrheit haben wir bestimmt neue Aufgaben zu erledigen. Was müssen wir eigentlich tun? Wir haben übrigens unter anderem viele Nebenquests. Wir haben natürlich die Aussage, dass wir hier noch random Items einsammeln können. Warum auch immer und was auch immer das ist. Wir könnten mal nach links oben gucken von unserer Diamantsiedlung aus. Bisher sind wir nur nach rechts lang gegangen, haben dort so ein paar Zeit-Dings-Bums-Risse abgecheckt. Und wir wollten hier mal nach unten gehen. Genau, ich erinnere mich. Mal kurz abchecken, warum ich diesen Ort da unten noch nicht abgecheckt habe. Oh, wir könnten auch mal Rosea mit ins Team aufnehmen. Nur so eine spontane Idee. Apropos spontane Idee. Jawoll! Bergsteiger Sino oder Bergsteiger Bock ist wieder am Start. Ich finde das so genial, dass das Ding einfach senkrechte Wege nach oben kommt. Nichts und niemand wird mich jemals wieder aufhalten können. Außer vielleicht das Parazelt sich umboxt. Aber ansonsten niemand anderes. Wie meine Tasche ist schon wieder voll. Ich dachte, ich hätte wenigstens beim letzten Mal dran gedacht, die noch, bevor ich das Ganze beende, leer zu machen. Aber nein, natürlich nicht. Ich bin doch nur wegen dieser scheißvollen Tasche wieder hierher gegangen. So, wir waren wie gesagt in der Raumzeitkrümmung, deswegen haben wir wieder scheiße viel Zeug bekommen. Ich würde einfach mal ganz spontan alles irgendwie da reinwerfen. Wir können eh alles nochmal neu finden und dann passt das schon. Rundblatt. Dieses Blatt ist rund. Tada! So runde Blätter werden zur Herstellung von Wurf-Items. Ah, flach gedrückt können sie als natürliches Backpapier. Das Gegenteil zum Backpapier, das Packpapier. Das macht Sinn. Oh, wir haben Feuerstein bekommen. Ebenfalls ganz cool, bloß für mich momentan relativ useless. By the way, ich habe mal nachgeschaut, beim letzten Mal hieß es ja von Diskknife, ey yo, es gibt zwei Wassergeist-Pokémon. Quabbel kenne ich natürlich, jetzt wo ich es gesehen habe, ne, erstmal vom Baumstamm aufgespießt werden, immer eine gute Idee. Jetzt wo ich es gesehen habe, wusste ich auch, was es ist. Das klingt absolut random und falsch, aber ich habe mal nachgeguckt und ja, okay, gut, das kannte ich schon. Das andere Wassergeist-Pokémon kommt in diesem Spiel vor, also das können wir jetzt natürlich Dr. Knighten wieder gönnen. Oh, die Musik klingt cool. Mach ich euch mal ein bisschen lauter. So, bitteschön. Und wir haben natürlich noch vergessen, also mit Absicht nicht gemacht, weil wir ja die 69 haben wollten. Ganz wichtig. Ich glaube, ich hatte auch schon mal Golbat gefangen. Das heißt, gönn die Entwicklung. Also die Musik ist aber auch Hype. Es ist nicht dasselbe Hype-Level wie die frühere Entwicklung. Also mit, dieses das ist es nicht. Das ist wirklich Hype-Musik. Das hier ist eher so ein, ey, Particle-Effekt in dein Gesicht, Explosion, Boom. So, ich hoffe, ihr seid nicht zu stark. Ansonsten, wobei ihr seid eh schon tot, daher passt das schon. Das heißt, Dr. Knighten werden wir auf jeden Fall wieder mit zurückholen werden, zurückkommen. Also echt, du bist ebenfalls One-Hit, wenn ich einfach mit voller Kraft da reinballere. Also gönn dir mal. Das heißt, wie gesagt, wir werden dann Dr. Knighten wieder zurückholen und seinen Willen als Geist weiterleben. Das, die Idee war sehr cool, wenn ich das Pokémon erfinde. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie die Toneinstellung eigentlich war. Es tut mir hart leid. Ich lasse es jetzt einfach mal da und das wird schon irgendwie passen. Auch wenn ihr dann so ziemlich gar keine Musik habt, während ich nichts mache. Aber es ist okay. Sehr leise Hintergrundmusik und nicht Vordergrundmusik. Das wäre ja noch zu schön. Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier schon war oder nicht. Wir haben auf jeden Fall noch mehr Zirpeises. Was muss ich eigentlich machen, um da den Pokédex-Eintrag zu vervollständigen? Irgendjemand wollte das doch mal sehen. Hi du, was brauche ich für dich? Stufe 4, ach du Kacke. Okay, wir haben schon zwei vor. Wir müssen nur noch mit dem Lavendel reden, dann ist alles gut. Gefangen ohne entdeckt zu werden, habe ich noch keins? Bin ich so scheiße? Höchstwahrscheinlich ja, weil die haben mich auch beide schon gesehen. Wobei Zirpeisen auch einfach sehr, sehr gut darin sind, Leute zu bemerken. Die haben mich schon ziemlich häufig, ziemlich weit gespottet. Hallo, wie läuft es? Gerade erst angefangen, hier das neue Gebiet, hoffentlich neues Gebiet, mal kurz angecheckt. Du kannst mir kurz sagen, ob der Ton so passt und der Ton vom Spiel ein bisschen lauter soll. Ich habe dummerweise ein bisschen an dem Regler rumgedreht. Aber schön, dass du wieder da bist. Das,
Oh mein Gott, es ist Nacht. Easy. Gönn mir. Also. Somehow. Kann man die auch tagsüber finden? Ich dachte, nun, na. It's always high noon somewhere in the world. Und genauso halt ist es immer irgendwo, come on, das schaffst du. Ich hab Vertrauen in dich. Bergziege, Bergziege, Berg. Easy. Hi. Das heißt, ich komme hier nur hochgesprungen um Level 44. Fuck, Pony. Pony. Let's fucking go. Okay. Ich glaube, da sollte ich noch nicht sein. Machen wir das einfach mal nicht, würde ich sagen. Oh, Nebel. Die Aussage war, dass ich hier, glaube ich, auch leichter, schwerer zu sehen bin. Schwerer zu sehen macht mehr Sinn. Und dass Angriffe auch unwahrscheinlicher treffen. Nebel halt. Außer sowas wie Sternstaub. Ich habe mir Sachen gemerkt. Haha. Okay, das letzte Mal, als ein Stein-Pokémon von mir ein Käferforts abbekommen hat, hat das ziemlich hart wehgetan. Daher wechseln wir, glaube ich, mal ganz kurz aus. Du machst das schon. Unser Geistluftballon kam so lange nicht dran, weil der einfach nur da war. Also er fliegt halt deutlich über uns und hat einfach mal mitgelevelt die ganze Zeit. Aber jetzt hat er ja ein paar sinnvolle Angriffe. Also gönn dir, mein Freund, darfst du einmal hart umboxen. Ich glaube, ich werde ein bisschen mit Geistluftballon kämpfen. Ich meine, der ist, glaube ich, vom Level her sogar... Ah, okay, Knospi. Ich dachte, dass da rechts wäre noch ein Item, aber es ist nur so ein bisschen Zeug. Wobei wir durchaus auch Knospis mal ein bisschen farmen könnten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das A überhaupt schon gefangen habe. B ist auf jeden Fall vom Fotos-Level noch nicht so hoch, wie es sein müsste. Daher... Wenn es sein muss, hole ich den Bergbock. Ist okay, wenn du mich hier von alleine nicht hochlassen willst, Spiel. Was mich daran erinnert, hier oben war es Level 40er Top Eise. Vielleicht sollte ich hier gar nicht sein. Und warum seht ihr mich durch den Nebel hindurch? Oh, da ist eine Luftturbulenz im Wasser dicht. Da müssen wir mal hingucken gehen, um es vielleicht umzuboxen. So, du bist... Nein, 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 nein! Das wollte ich nicht! Nein! Fuck! Ich geh wieder! Ich wollte doch nur auf den Baum werfen. Goddammit. Ich glaube, wir sollten beim Ultra Hardcore irgendwann einführen, dass das Weglaufen von Kämpfen nicht gestattet ist. Zumindest nur mit dem Fluchtbefehl gestattet ist. Sterbe ich hierbei? Schrecklich, komme ich wieder zurück, wenn ich da einmal runtergefallen bin? Sieht gar nicht mal so tief aus. Ich glaube, sowas habe ich schon mal geschafft, so grundsätzlich. Yes, easy, okay. Warte, erstmal verstecken. Erstmal gucken, was überhaupt für ein Pokémon ist. Die sehen dich, weil dein Bergbock sehr auffällig ist. Das ist ein Argument. Das ist Pachirisu. 23. Okay, sogar mein Level. Wunderbar. Pachirisu. Nur Hype, weil damit VGC gewonnen. Aber hey, besser haben als hätten. Ich kann es aber nicht fangen außerhalb eines Kampfes, so ein Boss-Pokémon, ne? Bist du gerade nicht drin geblieben? Das ist aber auch nicht fair. Weißt du das, Pachirisu? Wenn es sein muss, nutze ich gerne... Fucking Baum. Nutze ich gerne meinen Superball. Ist ja okay, ich visiere ja schon an. Danke, Diskneif. Ich weiß, was das jetzt gekommen wäre. So, ich würde aber ungern, dass das... Warte mal, wir haben jetzt Gastrodon. Gastrodon ist jetzt... Bist du immer noch nicht drin? Gott fucking dammit. Ich füttere dich gleich, wenn du nicht jetzt drinne bleibst. Dass das funktioniert, das ist eigentlich auch ziemlich garbage. Okay, wäre jetzt ganz gut, wenn wir den noch von hinten erwischen würden, um so ein bisschen den Erstschlag zu haben, weil ich habe keine Ahnung, welches Level der ist. Der könnte jetzt auch so um die 40 sein. Aber ich würde ganz gerne das Boss-Pokémon mal fangen, so als erstes gefangenes Boss-Pokémon. Und dafür sollte er mal herkommen. Kann ich den füttern? Dann würde er zumindest in meine Nähe kommen. Wir haben doch gerade so ein paar Bärchen eingesammelt. Hier, Pfirsichbären. Gucke mal, essen! Auch Elite-Pokémon müssen essen, oder? Das sieht sehr gut aus. Und BÄM ins Gesicht! Ich hätte von hinten machen müssen für den Überraschungsschrei, ne? Für den Überraschungsangriff. Ja, ja, passt schon. So, Knirscher. Gut, er kann nicht nur Elektroangriffe. Easy, er trifft Level 40. Schaffen wir ein Level 40er Pachirisu, ist die Frage. Mit Schlammbombe können wir uns noch unwahrscheinlicher machen, getroffen zu werden. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Ich glaube, wir müssen fast zwangsweise Tempo machen, um so ein bisschen auf Augenhöhe zu bleiben. Das heißt, wir spammen jetzt Schlammbomben. God fucking damn it!
Easy! Einfach nicht getroffen werden auf beiden Seiten. Wie hart ist die Genauigkeit verringert bei Nebel? Wieso darf der zweimal angreifen? Das ist nicht fair. Okay, Offensivkraft verringert es auch noch. Okay, hab doch gerade Tempo gemacht. Er kommt trotzdem zweimal dran teilweise. Scheiße. Egal, Tempotechnik. Wir treffen als Erster. Jawohl, First Hit. Jawohl, Genauigkeit. Also Ausweich nochmal gesteigert. Jawohl, jawohl. Easy outplay, Zahn. Das sind die Mastermind-Techniken hier. Weiter reingetempotechnik. Und wir... Fuck, der Nebel ist weg. Das ist nicht gut. Jawohl, Ausweichen gesteigert. Oh, scheiße. Okay. Nicht so hart, nicht so hart, nicht so hart. Ah, oh, das ist easy. Es ist und bleibt ein Pachiri. Er ist schläft. Okay. Das gibt mir eine zusätzliche Option, dass es nicht trifft. Es ist gar nicht mal so schlecht. Dann Tempotechniken wir weiter. Eins nach dem anderen. Bei Anvisieren kannst du sehen, ob du ein Pokémon fangen kannst. Und auch wie schwer es ist. Ja, ja, ja. Ist okay. Ich weiß, dass Anvisieren für dich voll cool ist. Und ich dir... Wieso trifft das die ganze Zeit? Vielleicht ein bisschen, ob du dich hören sollst. Okay, erstmal müssen wir ganz kurz heilen. Ich glaube, Gary Van Spont ist der Einzige, der den Kampf wirklich schaffen kann. Und wir haben doch hier ein paar Supertränke. Die können wir doch mal ganz kurz benutzen. Gönn dir, mein Freund. Aber ich möchte es ja eigentlich fangen, das Pachirisu. Ne? Ich meine, Level 40er Pachirisu, Boss, ist schon nice. Nice, da war es schläfrig, sehr gut. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Superbälle. Und er muss auch weiter geschwächt werden. Ich muss weiter Tempo machen. Ja, wenn ich jetzt Kraft reinballe, greift er zweimal an. Dann bin ich vielleicht wieder fast... Okay, ganz ehrlich, wir müssen, weil der so viel Damage macht, das langsam und gemütlich machen. Hoffen, dass wir nochmal einen Ausweichboost bekommen. Jawohl, Crit, so muss das. Sehr gut. Weiter raus, Wolkenhöhe. Und Offensivkraft ist wieder normal. Sehr gut. Kann ich angreifen? Schade, nicht mehr schläfrig. Egal. Das wäre jetzt noch gewesen mit dem schläfrig, aber das sieht gut aus. Wir gönnen uns jetzt nämlich einmal den Superball ins Gesicht, mein Freund. Come on, come on. Erst Elite Pokémon, was ich gefangen habe. Pachirisu, das wäre hypiglich okay. Ach, come on. Ist wieder zu sehen. Oh nein. Wieso das? Hast du schon mal darüber nachgedacht, das einfach nicht zu tun? Oh, und er holt sich wieder. Fucking hell. Und er ist er wieder voll. Devils. Okay, neuer Plan. Wir greifen jetzt normal an und versuchen dann nochmal zu fangen, solange wir nicht zu hart Schaden bekommen haben. Jawohl, nächste Rauchwolke. Alles schläfrig, sehr gut. Ich glaube, wir müssen trotzdem ein bisschen weiter schwächen. Ich meine, es ist immer noch, egal, komm. Yes, Superball, let's go. Come on, come on, come on. Einfach mehr Schwein als Verstand, das würde mir schon ausreichen. Yes. Ach, come on. Scheiße. Okay, jetzt schläft, ich kann nicht angreifen. Jetzt Erholung. God damn it, ich habe kaum noch Schlammbomben übrig. Okay, Tempo bringt halt gerade überhaupt nichts. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal die Schlammbombe reinballern. Das wird den wieder ein bisschen weniger als halb machen. Danach nochmal eine Schlammbombe und dann bist du so, um den zu fangen. Das ist, und wenn das nicht klappt, ja, dann macht sie wieder Erholung. Diese Erholung ist so nervig, vor allem, weil man halt nicht schläfrig immer noch Dinge tun kann. Der macht schon wieder eine Erholung. Are you fucking kidding me? Vor allem, es hat im Schlaf Energie getankt. Es schläft nicht mal. Fucking hell. Und ohne die Rauchwolken bin ich voll am Arsch. Ist immer noch... Okay, kann ich angreifen. Sehr gut. Jetzt will ich hier irgendwie mit Speed reinballern. Das heißt, wir machen jetzt die Aquawelle, aber die ist normal. Ja, Punkt heißt normal. Okay, dann wir müssen die auf Tempo machen. Ansonsten kommen wir... Weil wir könnten jetzt auch Kraft machen. Das wird weniger abziehen als die Schlammbombe höchstwahrscheinlich. Er ist zweimal dran. Das ist okay. Also entweder er ist besiegt oder wir versuchen ihn dann zu fangen. Das sind so die zwei Optionen, die wir jetzt gerade mal haben. Ah, das hat absolut gar nichts gemacht. Oh no. Oh no. Oh no. Okay, sehr gut. Wir leben noch.
Defensivkraft, das ist nicht gut. Und die nächsten Kulleraugen. Scheiße! Und nicht mehr schläfrig. Natürlich ist er nicht mehr schläfrig jetzt. Das ist doch eine Kacke hier. Okay, nein! Scheiße! Ich wollte heilen! Nein! Ich dachte, ich wäre auf dem Trank gewesen. Oh, easy. All fucking planned. So muss das sein. Das war mehr Schwein als Verstand, wo wir gerade beim Thema waren. Uff. Ich habe meinen Cursor nicht gesehen und war im Gedanken schon beim Trank einsetzen. Okay. So, ich sage das, weil das Elitevieh beim Fressen auf sehr einfach, Wurf einfach war und ich den Kampf nicht verstehe. Oh, oh, oh. Das habe ich nicht gesehen, weil ich nicht wusste, dass man das sehen kann. Weil es mir bestimmt im Spiel auch nur dreimal gesagt wurde, aber erst beim vierten Mal verstehe ich das. Das vierte Mal muss dann halt von Zuschauern kommen, obviously. Okay, der Kampf war sehr gefährlich, damit dass er komplett useless war. Fucking hell. Okay, Bidiza. Dich haben wir eh auf 10, das ist relativ egal. Ich weiß nicht, ob dann noch andere Pokémon kommen können, außer diese Bormis, aber ich habe inzwischen genug von Bormis. Das muss nicht nochmal sein. Können wir die noch ein bisschen durch die Gegend latschen. Und, ha, Knospi fangen. Ich glaube tatsächlich, dass ich beim letzten Mal Knospi nicht gefangen habe. Aber wie gesagt, notfalls ist es eh noch nicht auf dem richtigen Level. Es ist, das war das Zeichen drüber, ne? Grün hieß, dass es leicht fangbar ist. Erinnere ich mich daran richtig? Ich glaube, genau deswegen habe ich es nicht gefangen. Ich erinnere mich. Ah! Ach, come on! Fucking hell! Ich bin aber auch scheiße! Warum werfe ich das nicht auch genau da drauf? Und jetzt ist er weg. Natürlich. Wäre ja auch sonst zu einfach gewesen. Ach, scheiße, Mann. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Ich glaube, aus genau diesem Grund hatte ich noch kein Knospi. So, guck mal, der ist sogar einfach. Ich glaube, der schläft sogar. Das muss doch jetzt machbar sein. Da hinten ist irgendwas im Wasser, das sehe ich. Da müssen wir mal ganz kurz hingucken. Egal, haben wir. Wunderbar. 3 von 3 haben wir schon. Okay. Und sogar ohne entdeckt zu werden. Easy, weil ich so schön bin, so schlau bin, so schlank und rank. Okay, das sieht sehr so aus, als wenn die Alpolos mich umboxen wollen würden. Dass Knospi nicht abhaut, also als Standardding, ist ein bisschen interessant. Na gut, Amidamaru, Seelenvereinigung, hi ho. Und, ja, ja, 16, das ist in Ordnung. Da. Eine Schmerbe. Och, na Mensch. Das ist aber cool. Dann halt nicht. Oh nein, der Fisch möchte nicht gefangen werden. Habe ich irgendwas gegen den Fisch? Das ist Pachirisu von gerade eben. Okay, ich kann doch einfach weggehen, I guess. Ich meine, es ist ein Fisch. Au! Okay. Stop it. Okay, es ist und bleibt ein Fisch. Okay. Es ist kein Carpador, aber es ist immer noch ein Fisch. Das heißt, er sollte eigentlich relativ leicht zu holen sein. So. Haha, angelockt. Alles Teil des Plans. Haha, Teil des großen Plans. Jawohl. Seht ihr, der muss schon anvisieren, wenn er etwas Skillwürfe hat. Wunderbar, haben wir. Okay. Neues Wasser-Pokémon. Hättest du dieses Knospi gefangen, hätte ich darauf bestanden, dass du es Timo nennst. Einfach nur, weil es eine Giftnadel reindrückt und dann wegrennt, sehe ich ein. Ey, Big Brain, wolltest du gerade Elektro gegen Wasserboden benutzen? Oh, oh. Nein. Nein, das wäre niemals meine Idee gewesen, weil ich weiß ja, dass das Schmerbe Wasser und Boden ist. Daher würde ich das so niemals in Betracht ziehen. Also, wie kommst du denn auf die Idee? Okay, dann sind wir hier aber am Ende, ne? Also, der Apollo guckt mich noch ein bisschen doof an. Gegen, es muss wohl der Wind gewesen sein, wa? Gegen Apollo möchte ich jetzt eher ungern kämpfen. Der hat immer noch relativ harten Wumms drauf. Das muss halt echt nicht sein. Und hier sind wir sehr am Rand. Aber Evoli, let's go! Naja, fast. Aber ich mit 45 Grad Winkel sollte es eigentlich klappen. So ein paar Schritte nach vorne.
Komm schon! Ich hasse die Physik dieser Wurftechnik in diesem Spiel. Dass sie einfach Winkelberechnung und Physik nicht mit eingebunden haben, macht mich persönlich äußerst fertig. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Mich als Physiker finde ich das sehr suspekt, dass das da in keinster Weise Beachtung gefunden hat. Aber ich komme hier wieder raus, ne? Also ich bin hier ja hingekommen durch ein wildes Runterfallen. Und ja, ich habe die Seele da oben gesehen. Die werden wir uns auch noch versuchen zu holen. Okay, es war zu weit weg. Naja, gut. Warte mal, ich habe noch eine Bergziege, ne? Bergbock! Ach, das erinnert mich an Bärbock. Deswegen kommt mir das so bekannt vor. Okay, ab jetzt heißt du Annalena. Gratulation. Annalena, komm mal ganz kurz mit, mein Bergbock. Komm schon! Das ist doch machbar. Bisher hast du noch jeden 90-Grad-Winkel elegant absolviert. Das ist zu weit, oder? Das war das Level 40er Zopf, also wieder. Wir gehen da einfach nicht hoch. Neuer Plan. Ich mag diesen Plan. Einfach nicht sterben. Und das ist hier drüben auch nicht besser. Naja, gut, von mir aus. Red Cat, mach das mal kurz. Mach den Stein weg, ansonsten komme ich hier nicht durch. Sorry, ich habe gerade einen Kloß im Hals. So, immer so gefragt, so als Physiker. Was für Berufskrankheiten sind dir seitdem aufgefallen? Haarausfall. Schritt 1. Ach, goddammit. Ah. Fuck, ich habe irgendwas im Hals. Beim Reden tut's weh. Als Let's Player ganz ungünstige Sache. Also, ich habe Haarausfall. Wie gesagt, es kommt vom Doktor sein, höchstwahrscheinlich. Passiert einfach. Ja, das ist bestimmt machbar. Und zudem habe ich immer mal wieder Schmerzen im Handgelenk, was halt vom vielen Sitzen kommt oder auch Rückenschmerzen logischerweise, was halt alles da irgendwie mit reinspielt. Was, oh mein Gott, hi. Bist du auch nett? Ah, er ist auch nett, wunderbar. Klimbunkel dafür nicht so. Deswegen verstecken wir uns. Muss wohl der Wind gewesen sein, I guess. Und Klimbunkel haben wir wirklich noch nicht, weil der bisher immer grandios weggelaufen ist. Kurzsichtigkeit wird gefühlt schlimmer, weil man so viel vom PC sitzt. Das ist auf jeden Fall auch nicht komplett zu ignorieren. Und bei Filmen halt dieses typische, das ist aber physikalisch nicht korrekt. Oder hier so überlegen, okay, wie geht das jetzt? Wie lässt sich das umsetzen? Ist das cool oder ist das Schwachsinn? Das sind so die Sachen, die wirklich sehr häufig auftreten und auch teilweise sehr, sehr nervig sind. So, und du ignorierst mich einfach und schaust auf den Superball im Wasser. Weil der ist super. Vertrau mir. Extra für dich angefertigt. Du kannst auch gerne reinlaufen. Schön, wie das Edson einfach Verstecken gespielt hat. Zumindest hat es das probiert. Okay. So, Ah, Tangela wieder. Okay. Ich bin immer wieder verwirrt, ob ich jetzt Blumen sehe, die ich für Pokémon halte, oder das actually ein Pokémon ist, was da vor mir steht. Und muss immer zwei, dreimal nachgucken. Okay, nochmal ein paar Janmas. Warte mal. Meine Damen und Herren, so macht man das. Easy. Und wie gesagt, auch allgemein einfach im Laufe des Lebens kommt es immer mal vor, dass man sich selber denkt, okay, gut, also bleibst irgendwo stehen und denkst dir einfach, okay, wie funktioniert das jetzt genau? Und letztens, das ist gestern, hatten, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, eine Studentin hat eine Frage gestellt, weil ja gerade die, oh, nice, Tasche, easy. Weil ja jetzt gerade Klausurenphase anbeginnt und ähnliches. Und da hat sie sich mit der Corioliskraft auseinandergesetzt. Das ist die Kraft, die dazu führt, dass wenn du einen Stein nach oben wirfst, der hinter dir landet, wenn du in Erdrichtung stehst, also in Erddrehungsrichtung, weil die Erde dreht sich ja. Und wenn du den nach oben wirfst, dann dreht sich effektiv die Erde unter ihm schneller weg, als er kann. Also als er nach vorne fliegt und der landet hinter dir. Und da war eine Frage gestellt, letzten Endes, oh fuck, ich bin nur kurz gestolpert, warum habt ihr das alle mitbekommen? God damn it. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich die Klibunke irgendwas mit dem machen möchte. Mit meinem Uri wäre das alles sehr, sehr nice. Aber so ist es einfach nur ein Vieh, was schwer zu bekämpfen ist. Oh, Raumzeitkrümmung. Alles klar, let's go!
Ciao, boy. Au. Could you fucking not? Ciao, boys. Ich muss mal kurz in die Raumzeitkrümmung springen. Ich will doch nur an dir vorbei. Da bist du ja, sieh du. Ursaluna mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meiner Elysium-Flöte spiele, zeigt es sich sofort. Warte! Da ist eine Raumzeitkrümmung. Ich will zurück nach Hause. IT nach Hause telefonieren. Ich muss da mal kurz hin. Ist das ein Grabe-Pokémon? Uff! Wie fucking derpy sieht der denn aus? Diese Wolken, Augenbrauen auf dem What the Mond im Gesicht. What the fuck? What the fuck? Contenance. Okay, so wie du es jetzt erklärt hast, klingt das recht sinnvoll. Aber was genau kann man da Großes lernen? Das Problem war, die Studentin hat einmal berechnet für, okay, ich nehme einen Stein, werfe den 100 Meter nach oben und er landet irgendwo hinter mir. Im Vergleich zu, ich nehme diesen Stein und lasse ihn aus 100 Meter fallen. Rein spontan würde man sagen, okay, gut, wenn du den Stein hochwirfst, fliegt er 100 Meter und von da aus 100 Meter wieder runter. Das heißt, die Bewegung ist symmetrisch, bedeutet, du hast so eine Parabelform, es geht erst hoch und dann wieder runter. Und das bedeutet, dass deine erste Hälfte, du nimmst die Entfernung, die durch Coriolis Kraft auf den Metern gemacht hast, dein Stein fliegt hoch, und machst die mal 2 und hast dann die Entfernung für es ging hoch und wieder runter. Und das heißt, die Umkehrschluss sollte es ja bedeuten, wenn du den Stein oben fallen lässt, dass der halb so weit abgelenkt wird, wie wenn du den Stein wirfst. Und actually ist das nicht der Fall, der wird ein Viertel so weit abgelenkt. Und es hat 3 ausgebildete Physiker gebraucht, die 2 Stunden diskutiert haben, herauszufinden, wieso. Und der Grundunterschied ist, dass wenn du halt einen Stein nach oben wirfst, er dann oben keine Geschwindigkeit mehr hat und dann wieder runterfällt, hast du durch die Ablenkung von der Erde, dass der beschleunigt wird nach hinten und dem Umkehrpunkt, wo er oben halt keine Geschwindigkeit hat, nach unten zeigt, trotzdem noch die Geschwindigkeit in X-Richtung hat, weil du ja vorher beschleunigt wurdest und dann beim Runterfallen noch mehr beschleunigt wirst. Während du, wenn du oben loslässt, im Vergleich dazu, halt gar keine Beschleunigung hast und erst dann schneller wirst und da erst dann abgedeckt wirst von der Coriolis-Kraft. Und interessanterweise auch in die andere Richtung, weil du, wenn du oben loslässt, eine höhere Geschwindigkeit in Drehrichtung der Erde hast, weil du ansonsten dich nicht mitdrehen wirst. Also wenn du dir vorstellst, du hast einen Kreis und ich mache jetzt mal so den Kreis ein, der bewegt sich in die Richtung und du bist ein Punkt hier, dann bist du relativ langsam. Wenn du hier oben bist, bist du relativ schnell. Und das ist effektiv das, was dann zur Corioliskraft führt. Das heißt, wenn du hier oben einen Stein loslässt, ist der sehr schnell und fällt nach unten mit einer hohen Geschwindigkeit, während sich der, warte, wie kriege ich das jetzt gebacken? Das bewegt sich so, der nimmt die Geschwindigkeit mit, ist dann aber halt mit der Geschwindigkeit hier. Das war hoffentlich halbwegs sinnvoll gezeichnet. Und es hat dann halt auch so eine X-Bewegung damit drin, beim Runterfallen. Also effektiv, warte, so hier. Hat sich ja von der Stelle weg. So hier, hat sich ja von der Stelle wegbewegt. Und die Tatsache, dass man dann bei 0 Geschwindigkeit, wenn man oben ist, halt immer noch eine Beschleunigung und eine Geschwindigkeit in X-Richtung hat, haben wir noch mitgebracht. Vergiss mal den Stein. Ich will den Menschen sehen, der den Stein 100 Meter straight nach oben wirft. Haben zugehört. Vielen Dank für die Erklärung. Yes, das ist ein anderer Punkt. Aber es gibt ja auch in Aufgaben sowas wie, Rudolf kauft sich 100 Wassermelonen. Why, Rudolf? Why? Nun zeigt Ursaluna, wie stark du bist. Aber denk daran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon für den Bear-Clan ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. Ich soll es fangen, hast du gesagt? Alter, es ist ja doch derpier so. Warum ist Shuriken vorne?
Warum ist mein Schuriken vorne? Der hat da nichts zu suchen. Was für ein Typ ist der? Okay, nichts mit Wind, nichts mit Unlicht. Das ist erstmal okay. Bist du schnell genug? Ich weiß nicht, ob der vielleicht... Ich würde den... Zeig mal kurz her, Osaduna. Ich glaube, du bist Typ Boden, Typ Normal. So, spontan. Warte mal. Wir können doch bestimmt ganz kurz, machen wir kurz Pause. Ah, nachgucken. Eis ist sehr effektiv, Wasser sehr, sehr effektiv. Ich glaube, meine Ideen sind gar nicht mehr so falsch. Könnte auch Bodengestein sein. Okay, das heißt Gary Van Sponge. Es ist Zeit, dass du wieder einmal rausballerst. Let's go. War das eine Frage an den Pokédex? Yes. Ich glaube, das habe ich rausbekommen. Alles gut. Ich kann ja kombinieren. Warum kann jeder hier die scheiß Kulleraugen einsetzen? Okay, ganz ehrlich, mit der großen Augen macht, finde ich auch so derpy, dass ich nicht angreifen möchte. Sehe ich ein. So, du solltest aber relativ schnell sein, nicht schnell genug. Es macht keines den Unterschied. Naja, dann Aquawelle mit Angriffskraft rein. Böllern, mein Freund. Boom ins Gesicht. Noch ein Volltreffer, sehr gut. Ich mag es, wie fucking Tanky Gary von Schlitz ist. Van Sponge. Ich kann nicht zu den Pokébällen wechseln. Du musst diesen Gegner besiegen. Ach, come on. God fucking damn it. Osaluna ist vom Typ Trommelwirbel, Normalboden. Jawoll. Easy. I fucking knew it. So. Man könnte ihn jetzt so gut fangen. Okay, ich bin nochmal dran. Sehr gut. 100 Genauigkeit. Dann seien sie umgeborst. Sag ich doch. Easy. Meine Hahnenkämpfe waren wieder erfolgreich für mich. Das ist gar nicht aufgefallen, dass wir inzwischen schon Level 30 sind. Das ging relativ schnell. Wie fucking derpy auch Beedi fast aussieht. Mein Liebling Rosaluna, du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht's dir wieder besser, versprochen. Bing, bing, bede, ding. Dies ist eine geheime Medizin des Perl-Clans. Unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen das die Medizin den Toxitilger. Oder Toxidilger. Toxidilger. Das ist deutsch, deswegen das Gär. Ich wollte eigentlich noch einen Toxi-Igel draus machen. Mein Kopf hat das gelesen. Okay. Mach halt. Dieses Mädchen ist extrem stark. Können wir jetzt auch ein paar Entonnen mitbringen? Der Mantler bräuchte das. Dadurch können wir es nur für robuste Pokémon wie Osaluna verwenden. Ah, schau. Es scheint sich endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Es hat nicht geleuchtet. Yes. If you know what I mean. Genau. Ihr von der Galaktik-Expedition seid überraschend kompetent. Danke. Als du das in Rage verwandelte Axanto beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Wow. Cool. Doch von Osaluna ging kein seltsames Licht aus. Weder beim Kampf noch davor. Und dann klebte da noch etwas an Osalunas Körper. Ich denke, es ist eine Art Puder. Außerdem frage ich mich, warum wollte diese Hinatsu vom Diamantland überhaupt mit mir über Osaluna sprechen? Ach, jetzt hätte ich fast was Wichtiges vergessen. Willst du die Elysienflöte für mich spielen? Ich spiele gerne meine Flöte für dich, wenn du so nett fragst. Ich bin sehr enttäuscht, wenn jetzt nicht mein Reittier ankommt. Urzaluna hat sich deine Melodie eingeprägt. Ah, nice. Erdtafel erhalten. Diese Steintafel wohnt diese Energie des Typs Bodens inne. Ja, nice, toll. Gönn mir. Ein Mittel, welches Gifte aus dem Körper herausfiltert. Wie soll denn das den Körper zu viel wirken? Ich meine, bei Narkotikum klar, aber Detox? Es ist halt so, also auch Gifte sind halt in irgendeiner Weise Stoffe. Und du kannst, glaube ich, relativ schwer wirklich sagen, okay, ich möchte diesen Stoff jetzt rausfiltern. Vor allem, weil Gifte so ein riesiger Begriff ist. Das heißt, was es machen wird, ist, dass es eigentlich grundsätzlich erstmal einfach alles rausflasht. Wahrscheinlich einfach deine Nierenproduktion,
die Produktion deiner Niere, so rum ist richtiger, erhöht und einfach sehr, sehr viel mehr, vielleicht so ein bisschen den Blutdruck erhöhst letzten Endes und dann deine Niere alles rausfiltert. Wenn du jetzt aber eine Person hast, die relativ schwach ist, oder so ein Baby zum Beispiel, dann kann das dazu führen, dass jegliche Nährstoff aus dem Körper mit rausgezogen werden, weil Niere da vielleicht auch nicht wirklich unterscheidet. Oder auch sowas wie zu viel Zucker und ähnliches gerade. Und das einfach mit rausgeflasht wird beim Pinkeln. Und dann hast du dich halt zu hart detoxed, weil dann halt nicht nur die Gifte raus sind, sondern auch all deine Nährstoffe. Und dann stirbst du halt, wenn du nicht genügend Reserven hast, wie so ein Bär, der Winterschlaf macht. Easy. Ursa Luna ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Die gibt's hier auch. Ich hätte häufiger A-spammen sollen. Nun geh und lass dein Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Luna! Okay, du kannst Ursa Luna nun zu dir rufen, um nach Schätzen zu graben. Ursa Luna ist in der Lage, vor ihm vergrabene Schätze zu wittern und eilt auf diese zu. Wenn du siehst, dass Ursa Lunas Spürnase an einem bestimmten Ort besonders stark reagiert, sollst du den Y-Knopf drücken, um es nach einer Schatzsuche zu graben lassen. Deutsch und so. Vielleicht findest du ja ein oder andere Kostbarkeit. Ah, ich kann Trüffel aussammeln. Nice. Let's go! Oh, es zeigt mir das sogar so an. Ich glaube, hier ist der Ort, der gerade im Tutorial zu sehen war. Was? Okay. Yes. Yes. Elf. Elf. Yes, da ist es. Alles klar. Und Y ist der. Irgendjemand sieht mich übrigens und ich weiß nicht wer. Ist der gerade einfach verschwunden? Altes Gedicht 9? Eines der alten Gedichte, die überall in der Isui-Region ausgegraben werden. Die Handschrift lässt vermuten, dass sie alle von derselben Person verfasst wurden. Mir! Jetzt lesen. Hinfort trägt der Strom der Pokémon Gebein und gleichsam auch die Gedanken mein. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die hinfort getragen schon der Fluss. Und die Zahl jener, die noch gehen muss, denn stets ward auch mein Herz gebrochen. Oh, liebes Schmerz, so wer sieht mich hier? Wo sieht mich hier? Ich bin hart verwirrt und würde gern sinnvoll kämpfen. Sie alle, überall vergraben. Wie kannst du das sagen, wenn du nur eins hast? Der Boden vibriert hart. Oh, das ist die Conjunction. Yes, yes. Fuck, da wollte ich eigentlich hin. Wir sind so knapp. Warte, geh mal kurz weg. So, Baerbock, let's go. Come on, come on. Wir müssen da hinten. Warte, neuer Plan. Kommen wir. Nein, kommen wir nicht! Kommen wir? Komm mal! Komm. Ich kann respawnen. Vielleicht bin ich dann näher dran. Okay, komm. Du schaffst das! Einfach irgendwo hochschwimmen! Mein Freund, come on! Das war nicht toll. Egal, wir müssen theoretisch... Ist das gar nicht... Ich habe schon Steileres geschafft, oder? Ja, hier. Yes, jawoll! Sehr gut. Okay. Scarabon ist es hier, ne? Okay. Raumzeitkrümmung ist schon da. Wir müssen uns ganz schnell einen Ort. Scarabon, da war er. Dammit! Ganz schnell einen Ort finden, wo wir uns irgendwie verstecken können, damit wir hier sinnvoll Pokémon fangen können. Und es sieht nicht so aus, als wenn das irgendwo wäre. Fuck! Okay, da, hier. Nice. Sehr, sehr gut. Dann ist der geheime Bauer auf geheimer Mission. Ich bin ein geheimer Spion in geheimer Mission. Genau wieder mit am Start. Ich würde allerdings auch sehr, sehr gerne mal ganz kurz das hier mitnehmen. Sternjob. Fuck, das wäre ein Entwicklungsitem gewesen. Okay, dann lieber noch ein paar Items sammeln. Zack. Und dann schnell wieder irgendwo verstecken. Okay, Evoli wäre natürlich auch cool, aber egal. Haben wir ja schon eins. Reicht ja. Bad Cat macht das schon. Sternstopp. Nein, ich will nicht nur Sternenstäubchen haben. Ich will so einen richtigen Entwicklungs-Item haben. Deine Tasche ist voll. Das ist jetzt nicht euer verschissener Ernst. Nicht jetzt. Ich brauche unbedingt eine größere Tasche. Okay, Bad Cat, gönn dir. Wow, das waren 5 Erfahrungspunkte oder so. Wieder Stromisierer, okay. Naja, Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder... Au...
dann rempel mich halt an nach Tara, ist okay. Wenn du kuscheln willst, musst du es einfach nur sagen, da komme ich schon mit. Das bedeutet, dass Items für mich gerade relativ egal sein können. Und wir gehen einfach wieder an exakt dieselbe Stelle, die wir vorher waren. Zack, versteckt. Fuck, es war eine Sekunde zu spät. Okay, aber es ist wie, ihr kennt Scaraborn. Ich will aber auch nicht gegen drei Pokémon auf einmal kämpfen. Das lohnt sich einfach nicht. Da stirbt wieder irgendein Pokémon von mir. Und ich kann da nichts dagegen machen. Das kam zwar... Ach, come on! Okay, es scheint sich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu geben, wann welches Pokémon kommt oder wie häufig welches Pokémon kommt. Scaraborn scheint da auf dem Gebiet hier halt einfach irgendwie mit dabei zu sein. Jawohl, okay. Jetzt wieder versteckt. Let's go. Come on, meine Damen und Herren. Zeigen Sie es. Luxtra wäre wieder ganz cool. Jetzt ein Schwerball, wa? Das wäre was Cooles. Du siehst mich nicht. Ah, Blut. Aber nicht für mich. Dammit. Ich muss unbedingt mehr Geld in die Tasche stecken. Okay, der wird vielleicht sogar irgendwo... Okay, er geht weg. Alles klar. Shit. Da habe ich nichts dagegen. Das Evo, die nehmen wir immer. Nein. Nein. Ich will das Luxtra fangen. Dammit. Okay. Come on. Come on. Oder auch nicht. Haha. Und jetzt ist es weg. Scaraborn. Yes. Alles klar. Wir hätten vielleicht noch füttern können. Durchaus eine Option. Jawohl. Endlich. Hat ja lang genug gedauert. Tasche ist voll. Okay, Apokoko brauchen wir nicht. Gerade die Löchrige nicht. Sehr schön. Auch den haben wir. Was hast du mir gegeben? Nochmal eine Amarena-Beere. Auch okay. Bote, die wir halt auch wirklich nur für diesen scheiß Pokédex-Eintrag. Naja, dann komm mal her. Auch du darfst gerne ein paar Pokébälle mit abbekommen. Ah, nice. Haben wir. Sehr gut. Das war doch mal wieder äußerst erfolgreich. Bis auf das Untergehen. Genau, das hatten wir schon. Gut, apropos sie alle vergraben. Bärchen. Da, hier ist was. Okay, yes, yes. Nehmen wir. Wobei, ich habe wahrscheinlich wieder einen vollen Beutel, ne? So, ich bin eh... Guck mal, ich habe euer Mutti-Teddy. Ihr könnt mir eigentlich gar nichts mehr. Hier, hier. Ah, der rennt, wenn man lange in dieselbe Richtung läuft. Und er kann ebenfalls so ein bisschen Berge hochlaufen. Yes, yes, come on. I trust in you. Ich habe einen neuen Bärbock gefunden. Das ist Habeck. Alles klar. Sehr gut. Kannst du springen? Ah, nee, du kannst mit Y graben. Macht Sinn. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich weiß, du kannst es. Ich habe tiefstes Vertrauen in dich. Und all deine Fähigkeiten. Oh, goddammit. Dann müssen wir halt den richtigen Bärbock wieder nehmen. Der, das, auf jeden Fall. Ah, komm schon, das ist so nah. Ich weiß, hier oben ist ein Item. Bis ich das wiederfinde, habe ich mich dreimal verlaufen. Fucking damit. Okay, warte, warte, warte. Wenn wir es richtig timen, hängen wir trotzdem einfach nur fest. Scheiße. Okay, gibt es irgendwo einen sinnvolleren Weg nach oben? Stimmt nicht. Fangen wir nicht mit sowas an. Jetzt, wenn der so halb oben ist, soll der doch nur einmal kurz springen können. Wenn ich mich jetzt, genau. Ich muss eigentlich darauf warten, dass er sich so ein kleines Stückchen hochbackt. Genau das da. Das heißt, ich muss ihn leicht eindrehen. Und danach... Goddammit. Dann halt nicht. Dann machen wir das hier oben. Das ist nämlich viel günstiger. Die hätten auch einfach diese kompletten Berge weglassen können, wenn sie wissen, dass man da eh hochspacken kann. Als wenn sie wirklich davon ausgehen würden, dass ab und zu Leute das nicht probieren würden. Scheiße, jetzt sehe ich da auch noch eine Seele. Noch ein Grund, da hochzuballern. Das hier, das sieht ganz gut aus. Es ist aber auch überall dieselbe Höhe. Die haben das genau so gemacht, dass man da nicht hochspringen kann. Eigentlich. Es sei denn, man nimmt Bärbock und stellt ihn senkrecht. Ja, komm schon. Komm schon, das war's doch schon. Ich hab doch gesehen, du musst doch nur... Warte mal. Neuer Plan. Duckchunk.
Wenn man nämlich hier in der Luft einfach... Okay, ich kann nicht in der Luft den Typen gehen lassen. Schade. Das wäre actually eine gute Option. Das Janma ist maximal verwirrt. Yes! Oh, easy! Jetzt ist die Seele weg. Are you... Dann holen wir die Seele halt nicht. Wollte ich eh nicht haben. Scheiße, Mann. Wieso ist sie eigentlich hier in dem Fall jetzt am Mittag da? Ich meine, die Sonne geht gerade unter. Jetzt sollte man anfangen, die Seelen sehen zu können. Alter, das macht das Ganze noch OP'er. Alles klar. Gut, in die Richtung. Nicht so schnell, mein Freund. Nicht so schnell. Okay, der Sensor schlägt aus. Das schlägt aber auch ziemlich schnell, ziemlich hart aus. Ne, hier nicht. Hier auch nicht. Ist das unten? Okay, warte. Skunk-Tanks, ignoriert mich mal ganz kurz. Ich muss doch eigentlich draufstehen. Okay. Could you fucking not? Ich bin hier doch nur zum Graben, goddammit. Na, das zählt nicht. Scheiße. Jetzt müssen so ein paar Skunk-Tanks das auch nochmal beschützen da hinten. Und hier ist das nächste. Natürlich. Okay, ich glaube, wir können bis zu 4 auf dem rumlaufen. So, yes, yes. Da. Gotcha. Oh mein Gott. Wow. Okay. Ob er sich dafür gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich dachte, wir finden jetzt überall solche Dinge. Aber okay, ein bisschen sinnvoll Loot ist auch okay. Wie kann ich jetzt eigentlich schnell rennen? Ab und zu macht er das. Und ab und zu auch einfach nicht. Genau, was für ein Gestank. Schön. Wie viele Kilometer entfernt kann das sein, wenn es jetzt schon ausschlägt? Egal. Warte! Bleib besser da, wo du bist. Ich bin schon dreimal hier dran vorbeigerannt. Schau dir das an. Sie haben einfach so den Boden besetzt, auf dem ich das Lager errichten wollte. Ach, du bist das. Oh, das wäre also viel leichter gewesen. Ein Skunkapu allein ist ja schon schlimm genug, aber gleich mehrere auf einmal? Ich bräuchte Hilfe von jemandem, der sich gut mit Kämpfen auskennt. Ich jage sie davon. Wirklich? Du weißt aber schon, dass Skunkapu ordentlich stinken, oder? Ich mach das schon. Wenn du darauf bestehst, die Gegner sind 3 Pokémon, damit du es weißt. Und die stinken, sag ich dir. Wie jetzt? Nee, ich nicht so davon jagen. Ich wollte sie jetzt einfach alle wegfangen. Das wäre doch viel schlauer gewesen. Egal, Onyx macht das. Das sind... Wenn ich einen Angriff hätte, der 3 auf einmal trifft, wäre es richtig nice. Ich bin selbst mit Speed nicht nochmal dran. 20, 27. Das könnte passen. Ich habe ja 4 Defense. Also, Dampfwalzen wir einfach mal los. Und hoffen auf das Beste, dass es am besten One-Hit ist. Jawohl, sehr gut. Ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen... Oh, natürlich, Volltreffer. Natürlich. Fucking dammit. Ich glaube, es ist so ein bisschen dafür gedacht, dass man hier checkt, ob der Trainer stark genug ist, um dann überhaupt im weiteren Verlauf weiter kämpfen zu können. Ich kann mit Onyx nicht weiterkämpfen. Der wird umgebockt wegen niedrigerer Verteidigung. Das heißt, wir holen... Es werden alle umgeboxt. Der kann Unlichtangriffe. Das ist eine dumme Idee. Hat irgendeiner von mir noch Bodenangriffe? Außer Gary Van Spoil? Der hat auch keinen mehr, by the way. Sieht schlecht aus. Ebony, du machst das. Ich habe da tiefstes Vertrauen in dich. Ich habe dich auf Defense trainiert. Das wird schon irgendwie. Weil du hast interessanterweise mehr Leben als Onyx. Okay, das ist nicht gut. Ruckzuckieb auf schnell bringt auch wieder kein extra Boost. Sternschau wird immer treffen. Eisenschweif hat nur 5? Stärke 100? Böllern sie? Das wurde richtig hart angehoben. The fucking hell. Okay, aber 75 Genauigkeit war. Das ist so ein bisschen das Problem. Das macht alles nicht besser. Vor allem, weil ich bei Ruckzuckieb nicht eher dran bin.
Aber die 75 genau hier. Wobei, jetzt haben wir ein bisschen Chance. Das können wir ein paar Mal. Oh, okay, es trifft. Alles klar. Naja, ne? In dem Fall habe ich hier natürlich einmal einen Superball parat. Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen, ein Pokémon auf die normale Art und Weise zu fangen. Kann man eigentlich hier noch Pokémon fangen, wenn mehrere da sind? Früher war es ja so Hordenkämpfe, dass du dich nicht auf eins konzentrieren kannst. Ist das jetzt anders? Levelaufstiegs! Jawoll! Sehr, sehr gut. Danke, danke, danke. Du bist ja wirklich stark! Auch deine Pokémon sind so mutig! Yes! Sie haben sich mutig im 3 gegen 1 Kampf fast verprügeln lassen. Du hast beim Kampf gegen die Skunkapoo nicht einmal die Nase gerümpft. Ich riech nichts. Ich habe da so eine angeborene Fähigkeit. Ich bin sprachlos. Dank dir kann ich jetzt das Lager errichten. Habe ich überhaupt eine Nase? Bitte warte einen Augenblick. Du würdest, wenn du könntest, einen Pokéball-Bazooka erfinden, oder? Aber sowas von. Ich habe früher als Kind und auch als Erwachsener immer wieder die Überlegung. Ich bin ja schon Erwachsener. Fuck! Immer wieder die Überlegung gehabt. Wenn du irgendwie ein legendäres Pokémon versuchst zu fangen und du hast es so auf rote HP gebracht und du fängst an, Bälle zu werfen, war es in meinem Kopf immer so ein, du hast so eine Machine Gun, da ist so eine lange Kette von Bällen und dann drehst du einfach nur diese Trommelfeuer und ballerst da ein nach dem anderen raus und das habe ich mir mal vorgestellt. Also yes, würde ich machen. Puh, na was sagst du? Hier kann man sich doch wohlfühlen, oder? Es regnet ein bisschen sehr, aber ansonsten okay. Die Skunkapoo haben glücklicherweise ihr Gestank mitgenommen. Also kannst du dieses geruchsneutrale Basislager jederzeit nutzen. Ha, huh, nice. Das hätte ich auch schon viel eher machen können. Und natürlich ist der Pedo wieder auf all meinen Fußabdrücken hinterher. Mir immer auf den Fuß direkt hinter mir. Wie war das scheiß Sprichwort? Mit der Ödnisbasis steht nun unser zweites Basislager hier im Roten Sumpfland. Vielleicht kommen die Skunkapoo auch früher oder später zum Spielen vorbei. Hans goes rat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 a. Exakt so und nicht anders. So, und warum ist mein scheiß Beutel schon wieder voll? Okay, ich glaube, das Erste, was wir jetzt machen, wo wir ja obviously hier direkt wieder hinkommen können, ist die Tasche vergrößern. Ich habe dir, als du das erste Mal hier warst, sogar gesagt, dass das zweite Lager ist. Oh. Das habe ich ignoriert. Wie du gegebenenfalls gemerkt haben könntest. Wie ich sehe, hast du 27 Pokémon gefangen. Bitte statt mir. Ja, komm, gönn dir den Bericht. Let's go. Wobei ich hätte noch 3 mehr fangen können für die Prämie, ne? Das wäre geldtechnisch sinnvoll gewesen. Egal. Genau, über mindestens 20 Pokémon auf einmal Bericht erstattet. Genau, das sind die Prämien, von denen du geredet hast. Okay. Elite-Pokémon. Ey, extra Money. Es gibt auch extra Geld? Cool. Ich habe alles mit Löwe gefangene Pokémon. 8. Raumzerrung und auch mal 4 zum ersten Mal gefangene Pokémon. 6 Stück. Nice. Wir haben nur 14.000. Ich dachte, das wären die 12.000, 14.000 dazu gewesen. Dammit. Scheinst du mir mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mal sehen. Ha, faszinierend. Ich werde die Pokédex-Informationen aktualisieren. Luxio. Naja, immerhin jemand. I guess. Ach, so knapp. 420. Aber das ist okay. Was ich jetzt machen möchte, ist nämlich erstmal zurück ins Dorf. Dann nutzen wir das Geld A für neue Angriffe. Ich weiß noch, dass wir bei Zubat, der hatte schon ein komplettes Moveset dann, und bei Onix noch ein paar Angriffe holen wollten. Und ich... Oh. Ach ja, Aufgabe erfüllt und so. Und dann müssen wir nochmal das erste Gebiet mit rein. Nicht für Evoli, weil das haben wir ja jetzt schon. Sondern um dort dann völlig fröhlich die Elite-Kämpfe zu machen und da ein paar Bosse zu fangen. Geh schnell zum Büro des Expeditionsleiters! Nein? Kannst du mir ein paar mehr Informationen geben als das? Dann würde ich es vielleicht auch tun. Wobei ganz ehrlich, vermutlich auch nicht. Und wir müssen mal ein paar Nebenquests damit erledigen. Ich glaube, das kann nicht schaden. Wir haben irgendwie an die 30 Stück und zumindest 10 sollten wir erledigen können. Was machst du da? Ah, Holzhacken, huaha. Weil Pokémon von Natur aus stark sind, müssen wir Menschen uns mit Wissen und Items Abhilfe schaffen, um überhaupt eine Chance zu haben. Schade, ich dachte, du willst jetzt irgendwie ein Pokémon haben, was zuhackt. Geh da schnell hin, sonst bist du gefeuert, weil du zu produktiv bist. Wenn du so weitermachst, sind wir in 5 Wochen arbeitslos. Das ist in der Tat wahr. Ah, ja, Junge, es ist okay. Ich hätte gerne neue Fähigkeiten. Erstmal Geld für wichtige Dinge rausballern. Yes. Auswählen.
Okay, du konntest Lichtkanone. Das war bei dir relativ egal, weil Spezialangriff, Angriff eh relativ gleich groß sind. Ist immer noch Lichtkanone. Gönnen wir uns. Erdkräfte, auch spezial. Haben wir nicht ein bisschen was Physisches? Oh. Okay, nice. Das ist gut, aber nur mit 75%. Da doch lieber Eisenschädel. Das ist mir beim Ultra-Hardcore doch wichtiger. Du hast momentan als Angriff Dampfwalze. Das ist physisch. Du bist eh nicht so der Angreifer, wa? Dann reicht auch der Eisenschädel. Vielleicht kommt später noch mehr mit dazu. Oder vielleicht, wenn er dann Stahllos ist, mal ein paar extra. Okay, wir haben ja schon Stahlergriff dann jetzt. Ja, dann passt das auch so. Wichtig ist bei Schuriken. Hier jetzt, wir hatten Blutsauger, Matschbombe, Spukball, 10 Kopfstoß. Easy. Okay, Spukball können wir nochmal drüber nachdenken. Weil wir. Ah, wobei jetzt auch wieder normal und spezial relativ nah beieinander. Wobei wir Angriff noch ein bisschen hochballern könnten. Ich glaube, es ist sinnvoll, nur auf eins von beiden zu gehen. Dann wäre Aeroast die Alternative zu Spukball. Wir haben eh schon ein Geist-Pokémon. Dann machen wir das so. Ja, kann er viel Spaß damit haben. Hat er wenigstens auch einen Flugangriff als Flug-Pokémon. Das kann erstmal auch nicht schaden. Okay, so. Und jetzt müssen die ganzen Typen das auch noch mit beibringen, ne? Meistern. Ah, die meistern das schon irgendwann von alleine. Ne, das können die auch so. Da brauche ich deine Hilfe gar nicht. Ich kriege nur oben angezeigt, wenn eine neue Attacke da ist, ne? Es wird mir nicht gesagt, welche. Das heißt, ich muss tatsächlich immer noch selber mit nachgucken. Okay, dann können wir direkt nochmal überall durchgucken. Wir sind eh ein paar Level gestiegen. Erdkräfte! Na Mensch! Wunderbar. Schlammbomben ist halt richtig, richtig geil mit diesem unsichtbar machen, gerade für Bosskämpfe. Das hat mir gerade hart den Arsch gerettet, aber eigentlich nichts aber. 65 ist immer noch relativ stark. Jetzt habe ich gewechselt, wa? Also 65 ist immer noch relativ gut im Vergleich zu 80. Ich weiß, die Genauigkeit ist scheiße. Aber die Rauchwolke kann halt richtig OP sein. Das eine wäre halt einfach nur böllern. Oh, nee, never mind. Defensivkraft ist Zielsenken. Ist okay. Das passt. Das ist ein guter Austausch. Okay. My Little Pony Feuersturm. Du bist ein physischer Angreifer. Ja, aber ist okay. Da ist Feuersturm viel, viel stärker als Flammenrad mit 60 nur. Ist okay. Wir könnten auch beides drin lassen und Doppelschlag draus. Den benutze ich eh nie. Dann anwendet eine konzentrierte Kampfhaltung ein, 50% mehr Schaden. Kann grundsätzlich cool sein, aber ich glaube, die Variety mit Spezial- und physischer Angriff, wenn ich es richtig mache, kann sinnvoller sein. Weil man auch damit 50% mehr Schaden machen kann, basically. Wenn man gegen das richtige Pokémon das richtige einsetzt. So, Bad Cat. Irgendwas Neues. Ah, coole Augen. Mimikry. Ist mir zu risky. Mach mal nicht. Auch wenn es sehr, sehr witzig sein kann. Und selten setzen Pokémon Attacken ein, gegen die sie selber schwach sind. So. Naja, ne? Dann holen wir hier mal ganz kurz ein paar neue Angriffe mit rein. Oh, Giftstreich ist auch stark. Und Matschbombe war. Das ist actually stärker momentan. Okay. Und eine hohe Volltrefferquote. Was auch gar nicht mal schlecht ist. Und dann passt das bei dir. Bam. Easy. Unser Schuriken kann böllern und einfach durch alle Gegner durchfliegen. Dafür ist es ja gemacht. Und hier haben wir auch was Neues geholt, ne? Ich weiß nicht mehr, was. Oh, Tarnsteine. Angriff mit zahllosen Steingeschossen. Die Ziel nimmt durch verstreute Steinsplitter wiederholt Schaden. Das hat richtig hart Damage gemacht. Das könnten wir mitnehmen, wenn ich einen Platz frei hätte dafür. Habe ich aber nicht wirklich. Also lassen wir das und ersetzen einfach nur Tackle. Okay, jetzt bin ich natürlich richtig zufrieden mit dem Team. Also, wie gesagt, sind immer noch die Pokémon, die ich am Ende wirklich im Team haben wollen würde, so unbedingt. Aber grundsätzlich ist das Team so ganz nice und können wir gerne machen. By the way, wir haben gerade Nacht, ne? Ah, ich kann nicht reiten. Es ist so belastend, dass sie mir ein Reit-Pokémon geben, was ich dann nicht benutzen kann. Hier in dem Gebiet. Ich habe sogar zwei inzwischen. Vielleicht sind hier irgendwo versteckte Items. Und dann kann ich die nicht sammeln. Da. Und ja, ich will jetzt kurz ein bisschen die Geister einsammeln. Wir haben schon ein paar Mal hier rumgeschaut und ich habe schon ein paar Orte entdeckt, wo ich mir dachte, Mensch, da könnte man so ein Ding verstecken, wo man dann eh alle von sammeln muss. Das hier hinten war zum Beispiel einer. Du wirst ein Boden-Pokémon haben, ne? Einer von euch. Du da, Boden-Pokémon, wa?
Nee, du warst Kinoso, warst die andere. Ich habe noch gar kein Kinoso gesehen, by the way. Was labert der also? Ich habe das Kinoso bei der Windpassebene. Gut, ich war nicht bei der Windpassebene. Das ist ein sehr guter Punkt dagegen. Können wir hier dann Krüppung reinwerfen? Nee, es müsste eigentlich ein Brunnen hier irgendwo sein. Da ist eins. Warte. Erstmal eins nach dem anderen. Du da, ich habe einen Boden-Pokémon für dich. Leistung mehr Typ? Ja, exakt. Und zwar haben wir hier, du bist tot, Kleinstein, Rihorn. Rihorn ist noch nicht tot. Viel Spaß. Yes. Vor allen Dingen leihst du mir eins und dann überreicht man das dauerhaft. Dank dieses Pokémons kann ich neue Felder anlegen. Wow, dieser Boden, diese Beschaffenheit. Die Erde wird ja ganz lockig und fluffig. Ja, Rihorn ist gut im Kram. Und fertig. Ah, cool. Sieh dir das an, dank euch werden hier viele leckere Dinge anbauen können. Wäre cool, wenn es wirklich einen Bonus geben würde, mit mehr Sachen zu kaufen oder mehr Futter oder so. Ich würde dein Pokémon gerne noch eine Weile hier behalten. Yes, ausleihen. I see. Falls du es gegen ein anderes Pokémon ausleihen möchtest, das stattdessen Felder flügen kann, sprich es einfach an. Yes, yes, yes. Naja, dauerhaft ist nicht richtig, weil du es nach Belieben wechseln kannst. Ja, aber... Aber wir haben dauerhaft ein Pokémon ausgeliehen. Das ist trotzdem... Warte mal. Missionsliste. Irgendwo konnte ich doch die Nebenmission anschalten. Da, Wegweiser aktiviert. Staralili kann ich nicht mehr machen. Großes Bambolin auch nicht mehr. Spielgefälle trifft schon. Das haben wir gerade nicht. Die frechen Bidizer. Das können wir machen, weil Bidizer noch lebt. Zubats Augen. Okay, machen wir mal an. Sehen wir, ob auch die anderen aktiviert werden. Beim letzten Mal war das so, dass dann plötzlich überall irgendwelche Nebenquests waren. Und ich weiß nicht, ob das war, weil wir gerade zufällig einen Fortschritt gemacht haben. Oder weil ich gerade zufällig das Ding aktiviert habe. Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Hier hinten war ich actually noch nie. Das habe ich jetzt den Weg nur gesehen, weil hier so ein Ding geleuchtet hat. Wenn man den Geheimgang erkennt, weil er leuchtet. Juhu, hier bin ich. Sieh mich, nimm mich doch bitte. Kann man einfach nicht widerstehen. Muss man hingehen. Okay, den Rest sollte ich von dort rechts eigentlich gesehen haben.